Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sims 3 Into the Future. Eine Sache vorab, wenn ihr euch das Let's Play von Brothers auch anschaut, dann muss ich euch leider sagen, das müssen wir erstmal auf Eis legen, weil mein PC den Controller irgendwie nicht mehr annimmt. Man kann es zwar mit der Tastatur spielen, aber das würde ich erst recht nicht hinkriegen. Ich habe ja schon Probleme mit dem Controller und der Steuerung. Wenn ihr vielleicht wisst, woran das liegen könnte, also ich habe den Grafiktreiber, ich habe den Treiber schon neu installiert und alles. Bei anderen Spielen, wie zum Beispiel bei Alice, dann benutzt er den Controller komischerweise noch, aber bei Brothers macht das irgendwie nicht mehr. Wenn ihr vielleicht wisst, woran es liegt, schreibt es bitte in die Kommentare, dass ich da weitermachen kann. Auch in eurem Interesse. Naja, erstmal das. So, schlafende Sims, wie immer. Unser Alien ist schon wieder wach. Und der Josh hat auch Hunger, so wie es aussieht. Ja, hat er. Aber der schläft wenigstens. Was ist mit Elliot? Der müsste eigentlich. Er schreit und man hört keinen Ton. Das ist auch immer lustig. Ja gut, dann hör auf, dich aufzuladen, Data. Und fütter ihn mal eben. Meine Güte, mach hier nicht so ein Randale. So wie es aussieht, kann unser Alien überhaupt nicht sprechen. Auch nicht schlecht, schön. Naja. Nun hol ihn raus und fütter ihn. Geht doch. So, was sagen die Eltern? Die Eltern sind auch gleich wach. Ach ja, sie war ja Buchautorin und er sollte Weltraumhausmeister da, beziehungsweise Astronom werden. Startet in einem Tag und 5 Stunden. Okay, heute Sonntag, heute muss er da nicht arbeiten. Hunger ist auch okay, Hygiene auch. Wie sieht's bei dir aus? Ist auch alles okay? So. Er schläft noch, aber dann kannst du, Data, wo ist er? Da ist er. Ihn dann sofort wieder ins Bettchen legen, sobald er was gegessen hat. Gut, er ist schon fertig mit Essen, finde ich gut. Data, wo gehst du hin? Data? Hallo? Nee. Hä? Das habe ich ja gar nicht mitbekriegt. Gut, dann Babynahrung geben danach. So, du bist wach. Dann kannst du erstmal Express putzen. Danach kannst du mal ein Buch lesen. Irgendwas von uns selbst gemacht oder so? Haben wir das da schon drin? Nein, haben wir leider noch nicht. Nur ja, diesmal das. Was war das jetzt? Jetzt habe ich nicht geguckt. Gut, Josh hat was zu essen. Data, du kannst dich dann nochmal eben aufladen. Die zwei beiden sind nämlich jetzt noch beschäftigt. Ja, hallo? So. Wieder aufladen. Du nimmst dir ein schönes Buch und liest erstmal, dass deine Spaßanzeige hier ein bisschen hochgeht und kannst du weiterschreiben. Sam ist wach. Gut. Soll er aufstehen? Soll er sich auch nochmal express putzen? Und dann geht er mal los. Und ja, was soll er machen? Was haben wir hier? Das ist schon zu. Verspätetes öffentliches Schwimmbad. Ja, kannst mal schwimmen gehen. Penelope, du liest, deine Spaßanzeige geht hoch, finde ich gut. Umherfliegen, nee, muss nicht sein. Was hast du da noch? Zwei Merkmale von Emmett erfahren? Nö. Jemanden kennenlernen? Ja, das können wir hin. Gewinne Josh als Freund, das können wir später machen. Also, das kann ich erstmal löschen. So, die zwei beiden können ja noch nichts kriegen. Und er läuft erstmal durch das gesamte Haus, damit er rauskommt. So wie es aussieht, haben wir Post. Aber Post, mit der wir nichts anfangen können. Oder ist das eine Rechnung oder so? Nee. Dann hör mal kurz auf zu lesen, Penelope, und hol dir die Post. Aber es war da gerade so spannend. Na,
Tja. Fulfill your duties. Vor allem frage ich mich ja, wie dieses große Geschenk da reinpasst. Was haben wir denn gekriegt? Haben wir was gekriegt? Blablabla, bla, bla, Zeit für eine Abkühlung. Relativity ist mir wieder egal. Dann ist das wieder dieser Scheißbug. Naja, lies mal weiter. Rockel, Rockel, Rockel. Und er geht erstmal ins Kinderbecken. Super. Ganz toll. Vor allem ist das hier noch nicht alles richtig geladen. Und es ist noch kein Arsch hier. Ja, okay, es ist auch 6 Uhr in der Früh. Wer geht 6 Uhr in die Früh zum Schwimmbad, ne? Oh, Frapszahl geht runter. Ding. Sam Gold wird jetzt schwimmen gegangen. Yay. Wenigstens hat das gelernt. Dann kannst du mal ein bisschen springen. Lottoergebnisse prüfen. Da müssen wir aber wieder in die Gegenwart. Das möchte ich noch nicht. Als Astronom 1000 verdienen. Ja, das können wir machen. Was haben wir hier? Ein Plumbotune. Nee, das kann weg. Wetterkanal schauen. Nee, muss auch nicht sein. Erstmal. Bringt nicht wirklich viel. So, können wir diese Teile eigentlich verkaufen? Ja, kann man. Finde ich gut. Weil das haben wir ja schon alles erledigt. Und dann kriegen wir nochmal ein bisschen Money rein. Nee, du solltest eigentlich alle drei verkaufen. Jo. Was haben wir hier? Kleinerer Prozessor. Die ganzen Dinger da. Gut. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wer gesprungen ist. Spring nochmal. Nochmal. Ja, erstmal aussteigen. Das dauert wieder ein bisschen. Hinstellen, draufgehen, springen. Ja? Wow, was ein Sprung. Der war ja so schwer. Ah, egal. So. Um dich wird sich wieder gekümmert, ja, von Data. Das ist eine sehr gute Idee gewesen, dass wir Data diesen Merkmalchip da gegeben haben. Ne, das war, glaube ich, falsch. Das wollte ich nicht. Wo sag ich denn? Ach so, ja, dann muss ich erst wieder bauen, ne? Was haben wir hier? Mit einem freundlichen Funktionsmerkmalchip ausstatten? Nö. Um Tuning bitten, aber tune dich erstmal wieder selber. Ich möchte nämlich, dass du auf mindestens 3 kommst, dass du nicht mehr geklebt bist. Au. Was sagt denn deiner? Achso, Spitzentechnologie ist ja hoch, also, Wann habt ihr zwei denn Geburtstag? Ich vergiss das jedes Mal, 5 Tage noch. Und du? 6 Tage. Ja, gut. So, du hast genug gelesen, dann kannst du jetzt noch mal eben was essen und dann kannst du wieder anfangen zu schreiben. Einen Teller nehmen, auf zu lesen. Schreiben, Winterfreuden. Wenn wir Glück haben, kommen Winterfreuden im Winter raus. Wie lange haben wir denn noch Herbst? 7 Tage, okay. Das können wir auch mal verbessern. So, was machst du jetzt mit ihm? Hochgenommen werden, ja. Was machst du mit ihm? Kitzeln. Brauchst du nicht? Nee, komm. Dann. Ja, was machst du denn dann? Was können wir mit dem machen? Was kannst du denn noch? Du kannst kochen. Ja. Brunch servieren, gebratener Reis mit Ei. Dann geht's vielleicht ein bisschen höher. So, du fängst jetzt an zu schreiben.
Was steht da jetzt? Die richtig interessanten Tauchgänge darfst du erst nach jeder Menge Übungsstunden angehen. Mach dich darauf gefasst, dass du mehr als nur nasse Füße bekommst. Ich kann schon wieder nicht reden. Meine Güte. Kochen Level 2. Okay, rüber zu Sam. Du kannst dich mal hinlegen. Wieso kannst du dich... Ach so, ja, verstehe. Oh, wir haben Geld gekriegt. Wir haben Geld gekriegt. Weshalb, weshalb, weshalb? Lass mich sagen. Wetten wegen Buch? Yay! Okay, so. Verliebte sollten sich an Winterfreunden das neueste Buch von Pin... Boah, meine Güte. Nochmal von neu. Verliebte sollten sich Winterfreunden das neueste Buch von Penelope auf keinen Fall entgehen lassen. Es handelt sich um eine 753-seitige, wirklich ergreifende Liebesgeschichte. Penelope erhält 6 Tantiemen über 1.496, nee, 98 Simoleons. Die Zahlungen erfolgen jeweils sonntags um 12 Uhr. Glückwunsch! Penelope wurde vom Stadtrat der Stadt Oasis Landing in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Taschenbuchschreiberin verliehen. Angesehene Einrichtungen stellen sich deine Werke ins Regal, sodass sich deine neueste Erscheinung bereits auf der großen Leserschaft erfreut. Ja, hier ist in ihrem Arbeitsplatz erfolgt. Bla 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 bla. Okay. Dann soll sie mal ein neues Buch schreiben. Nochmal ein Liebesroman. Da kriegen wir das meiste Geld von und wir brauchen das Geld. Ich meine, wir haben das alles schön ausgebaut und alles wunderbar gemacht, aber ein bisschen Geld wäre noch schön. Kochenfähigkeit brauchst du nicht. Packende Passion. Ja, können wir behalten. Schreibfähigkeit verbessern. Was hast du denn jetzt im Level dafür? Da hast du 8. Gut. Du bist dann noch immer fleißig am Springen. Hast du denn schon hier irgendwelche Leute, mit denen du da... Ja, da sind Freunde. Mach dir Freunde. Mach dir Freunde, Sam. So. Wieso ist der ein Star? Warum zum Teufel ist das ein Star? Ich habe Stars ausgeschaltet, oder nicht? Ich habe das so ausgeschaltet. Da? Nee, wo war das denn? Nee, das ist das, das ist das. Hä? Muss doch hier sein. Da war das. Promis wollte ich doch aus. Hat er das wieder nicht gemacht, dieses Scheißspiel? Das ist ja nicht zu glauben, sowas. Ja, jetzt haben wir schon Stars und so, Kacke. So, Colonel Main beeindrucken. Star beeindrucken, über Fähigkeit sprechen, Athletik, da bist du schön hoch. Und, nee, nicht freundlich, über. Kannst du nicht? So, über Reichtum sprechen, bisschen reich sind wir ja. Über Tätigkeit sprechen. Astronom. Und ich schwöre, wenn wir jetzt Star werden, das schalte ich aus. Ich will nicht, dass sie Stars werden. Dann sind wir voller. Ach nein. Ach Mann. Wieso geht das wieder nicht? Ich habe ein S vergessen, ne? Testing, Cheats, N. Mblade. N-A-Blett. So. Star-Level festlegen, 0. So. Dann machen wir das mit denen direkt auch. Star festlegen, 0. So. Weiter. Mann. Ich will nicht alles voller Paparazzi haben. Janet ist wieder nicht rotbar gewesen. Ja, komm jetzt. Du sollst dir Freunde mit ihm machen hier. Freundlich? Einschlagen. Wer bist du? Planchette Speck. Planchette. Speck. Diese Namen. Diese Namen, das ist nicht zu glauben. Egal. Wenn nicht, dass wir mit Goldfield auch sehr einfallsreich gewesen sind und mit Sam, aber. Okay, jetzt mach dir den
Herrn da zum Freund. Du brauchst auch Freunde in der Zukunft. Yes. Außerdem geht dann dein Charisma wieder ein bisschen höher. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Freundlich. Plaudern. Freundlich. Schaka, schaka, schaka. Von Musik schwärmen. Da Spezial. Was haben wir denn bei Virtuose? Haben wir das schon? Ja, ich jogge auch gerne. Es ist voll lustig zu joggen. Ja, aber davon ist es auch richtig stark und richtig muskulös, so wie ich, weißt du? Ja, mit Handeln kann man das ja auch, ne? Dann geht das auch ganz leicht. Nicht, dass unbedingt Handeln immer leicht sind. Ja, aber mit Joggen, dann machst du auch die Ausdauer noch gut, ne? Und du musst ja immer laufen, dann kriegst du auch wieder richtig gut Luft und so, weißt du? Ja, ja. So, Wota! Woibam! Du so Karasa. Zor. Zorbalu. Oh. Oh, hier mal eine Bekanntheit. Komm, mach dir den zum Freund. Plauder noch mal ein bisschen. Also, ich mag nur Notenblätter und Musik, weißt du, so im Theater. Zoba. Ja, Musik ist schon was Tolles. Kennst du eigentlich diese neue Musikrichtung? Die nennt sich Digi-Klänge oder wie auch immer. Ja, so Digi-Klänge, das ja. Und weißt du, das können ja die Leute da mit dem Stock können das ja nicht. Ja, die Leute mit dem Stock heißen Dirigent, weißt du das nicht? Ja, aber die sind ja auch im Theater und so in der Oper, ne? Mhm. Geht doch. Jut, 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 jut. So, du hast ein komisches Musikgerät, dann kannst du nämlich damit auch nochmal ein bisschen spielen, aber auch mal für Trinkgeld. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich diese Folge sehr geldgeil. Es ist schön, man hört nicht ein bisschen Musik. Kommt nichts raus. Na, ist auch egal. So, du bist noch fleißig am Schreiben, was sagt denn deine Laune? Die ist auch noch in Ordnung, finde ich gut. Wenn man dich mal sehen sollte. Elliot hat alles gelernt, was es am Zylophon zu lernen gibt. Das wird ihm später bei der Entwicklung seiner Fähigkeiten garantiert helfen. Sam hat folgendes Merkmal. Ja, ist freundlich. Gut. Weg. So, Elliot. Du hörst jetzt auf. Du wirst jetzt hochgenommen und ins Bett gelegt, hoffe ich mal. Ja. Was mit dir? Du hast Hunger. Aber du bist auch schon am Schlafen wieder. Nur am Schlafen, diese Babys. Aber da machen sie wenigstens keinen Krach. So, zurück zu Sam. Sam ist noch am Klimpern und jetzt hört man auch Musik. Schön. Du hörst jetzt auf. Wir sollen spielen. Wir brauchen Geld. Ich will das Geld haben, nicht du. Du kriegst kein Geld. Yeah, yeah, yeah. Kennen wir dich? Kennen wir dich? Bleib doch mal stehen. Haken was? Shire. Okay, kennen wir nicht. Mit Anfreunden? Nee, komm, einen Jam brauchen wir mit ihm auch nicht. Ein Konzert besuchen? Na. Nee, komm, kein Konzert besuchen. Immer spannend, da Leuten zuzusehen, wenn das nicht funktioniert. Glückwunsch! Sam hat für die Fähigkeit Laserrhythmusapparat soeben Level 6 erreicht. Sam kann jetzt mit anderen was? Ach meine Güte, lernen lesen! Sam kann jetzt anderen mit elektrisierender Musik Ständchen spielen. Er sollte in die Buchhändler gehen, um neue Lieder zu kaufen. Und wir haben soeben Geld bekommen, 18 Simoleons, ja immerhin etwas. Ich habe gesagt, du sollst sie spielen. Auf zu spielen! Du kannst deinen Einfluss in den Sportlern, ja, Waren wir eigentlich schon mit ihm in der Uni? Ich glaube, wir waren noch nicht in der Uni mit ihm. Ja, das könnte das nächste Projekt werden, dass wir mit Sam in die Uni gehen. Aber zuerst wollte ich noch einmal die Gegenwart, beziehungsweise die Zukunft ändern. Was wir am besten auch direkt jetzt machen. Ich meine, wir haben jetzt noch genügend Geld. Und ich habe mir vorgenommen, die utopische zu machen. Ich glaube, die utopische, wenn ich das jetzt nicht verwechsel.
Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, was ich machen wollte. Wo ist es denn? Inventar? Zeitalmanach? Ja, genau. Ich wollte die Eutypische machen. Das ist alles bunt und grün und na gut, grün nicht, aber pink. Egal, das ist wunderschön. Ich habe das schon mal, privat ja auch schon mal gemacht. Da habe ich beide gemacht. Und ich muss sagen, das Eutopische hat mir einfach wirklich besser gefallen. Klar kann man bei der Dystopischen ein paar Sachen holen, die man bei der Eutopischen nicht machen kann. Aber die Eutopische ist einfach schöner. Und wenn wir die Eutopische gemacht haben, dann können wir auch die Dystopische machen und dann kriegen wir eine, dann kriegen wir eine Statue. Wo ich sowieso in die Gegenwart wollte und dann auch beim Lotto mitmachen wollte, dass wir nochmal ein bisschen Geld erstmal rausbringen und dann wieder reinkriegen. Und jetzt muss ich gucken, wo zum Teufel ist unser... Es ist weg. So. Wo ist es denn? Ne, das sind unsere Nachfahren. Da ist es. Zurück nach Hause reisen. Ja, alle. Mit dem, ich hoffe, mit Data jetzt zusammen. Hallo? Bildschirm, lädst du richtig? Danke. Tschüss, Pflanze. Beschütze unser Zuhause vor den ganz vielen Zombies, bis wir wieder zurückkommen in die Zukunft. Beziehungsweise vorwärts kommen. Ach, oh meine Güte. Da krieg ich Kopfschmerzen von, wenn man darüber überlegt. Diese Paradoxen. Auch wenn es ein bisschen länger braucht zum Laden, ne? Aber es läuft relativ flüssig. Relativ. Und weil ich das jetzt gesagt habe, läuft es erstmal wahrscheinlich gleich hängen. Auf, zurück nach Hause, zum richtigen Zuhause. Familie, kommt ihr mit? Und hüpf rein. Wusch. Ja. Ja. Und es speichert. Und was wir dann in der Gegenwart wieder machen werden, was ich schon geplant habe, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis später!